美国神韵国际艺术团3月10号和11号晚间在维也纳城市剧院的两场演出圆满地落下帷幕。观众感激神韵带来的正统艺术和博大精深的内涵。银行顾问 Christ 先生前一天看过了神韵之后是非常的激动，第二天忍不住又来了。他说要等到明年再来，日子实在是太久了，希望天天都能够看到神韵风采。Kurz und knapp auszudrücken, die Schauspielerinnen und natürlich auch die Schauspieler sind Shen-Schauspieler, Shen-Künstler, Shen-Akrobaten. Also eine Shen-Vorstellung, eine göttliche Sache. Ich muss es so ausdrücken, denn heute habe ich das erst richtig mitbekommen, dass auch dieses Gefühl, dieses metaphysische Gefühl, das hat man dann bei der Darstellung von Shen Yun gesehen, wo eben das Mitgefühl also richtig zum Spüren war. I'm not Chinese, but I love the, you know, Chinese culture and that's a wonderful spectacle. Und orchestrale Musik ist für mich immer etwas Bewundernswertes. Also wenn wirklich viele Menschen gemeinsam hier ein Orchester, in einem Orchester gemeinsam Musik darstellen, das ist etwas Unglaubliches, wie das funktionieren kann überhaupt. Dass man hier diese chinesische Musik mit einem westlichen Orchester spielen lässt und das Ganze noch etwas würzt, würde ich jetzt sagen, mit ein paar original chinesischen Instrumenten, ausgezeichnet. Sie erlauben uns, durch diesen Show zu reisen. Also man kriegt ein Gefühl für eine Zusammengehörigkeit, würde ich sagen. Dass es nicht, eben nicht um den Einzelnen geht, sondern ums Gemeinsame. Und gerade so eine Aufführung wie das geht nur, wenn die gemeinsam arbeiten. Und ich habe auch hier wieder halt viel junge Gesichter gesehen. In allen Alterslagen werden wir in unseren klassischen Programmen so durchmischt, wäre die Welt für die Klassik auch in Ordnung. Hier spüren Sie also wirklich ein wolliges Gefühl, Kunst vereint. Also es ist wirklich ein ganzheitliches Kunstwerk. Und man soll es eigentlich jeden Tag sehen. 新唐人记者艾利克斯朱蒂，奥地利维也纳报道。